So, moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Das ist jetzt Versuch Nummer 3, das zu starten, denn die Desktop-Audio wollte nicht aufgenommen werden. Ich hoffe, das ist jetzt behoben und wir können fortfahren, Gauldurs Amulett wieder zusammenzufügen. Aber vorher will ich mir nochmal einen Schluck trinken. Es dürfte jetzt alles wohl hoffentlich funktionieren. Naja, probieren wir es mal. Ja, ich bin schon ein bisschen gelaufen. Ich bin hier so in so einem abgeschworenen Lager aufgelaufen, sage ich jetzt mal. Und habe dort hier die Abgeschworenen getötet, die sich vorher mit kaiserlichen Soldaten angelegt haben. Oh ja, das ist auf jeden Fall jetzt erledigt. So, wo ist der Punkt, wo ich rein muss? Weiter oben? Weiter unten? Ja. Hier oben rein, oder was? Wo ist denn hin? Freunde. Freunde der Sonne. Jo, ach, hier unten. Oder was? Ach, da. Ha. Gauldurs Amulett zusammenfügen. Da wollen wir doch mal schauen. Ich glaube nur, wir werden wieder Probleme bekommen mit unserem Inventar. Ich habe, ups, ja, 290. Ich habe noch 50 frei. Dann muss ich gleich nochmal ausmisten gehen. Ich hoffe, das dauert hier nicht allzu lange. Dann wollen wir mal schauen. Oh, hier liegt jemand. Ein Abenteurer mal wieder. Kleine Heilungstränke. Nehmen wir mit, klar. Und die Smaragdachklaue und altes Edikt. Dieser Ort sei für immer und ewig vergessen. Es sei gestrichen aus den Annalen der Geschichte. Kein Mensch oder Meer soll ihn je wieder nennen. Sein Name sei verloren im Lauf der Äonen. Ihr, die diesen Ort betretet, wisset, seine Versiegelung wurde teuer erkauft. Ehrt die tapferen Kämpfer, die hier fielen. Kehrt um und lasst sie in Frieden ruhen. Ha, glaub's aber selber nicht. Da wir hier die Saphirdrachenklaue, war jetzt glaube ich Saphirdrachenklaue gefunden haben, müssen wir die bestimmt auch benutzen. Sonstiges. Nee, nicht Saphirdrachenklaue, Smaragdrachenklaue. Na komm. Bär, Wal, Schlange. Bär. Nein. Und hier unten noch die Schlange. Und Schlüsselloch. Perfekt. Nicht, dass uns hier hinter gleich ein Gegner erwartet, deswegen mal schnell ducken. Oh. Da gehen gleich mehrere Türen auf. Oh. Und hier brauchen wir wahrscheinlich die. Elfenbeinklaue? Oder welche brauchen wir hier? Ja! Okay, wir brauchen, glaube ich, die Elfenbeindrachenklaue. Adler, Adler, Drache. Adler, Adler. Und hier noch ein Drache. Perfekt. Bei dir hatten wir, glaube ich, in der ersten Mission gefunden, wo es hier um diese Amulette von, oder um das Amulett von Doldu ging. Bin mal gespannt, wer uns jetzt hier erwartet. Ich dachte schon, es geht wieder zu.
scheint nicht der Fall zu sein. Glücklicherweise. So. Urne. 10 Gold und hier werden wir wieder rauskommen und können dann rechts gehen. Gehe ich mal jetzt ganz stark von aus. Okay, scheint keiner da unten zu sein direkt. Oh, doch. Dies wird doch alles hier aufgehen. Und das Tor wird hinter mir verschlossen werden. Amulettsockel. Okay, wir verschwinden mal gerade eben nach hier hinten. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Mal ein bisschen straffen hier und gucken, was hier auf uns zukommt. Ja, ja. Okay. Da muss ich jetzt echt mal schauen. Au! Okay, das ist gar nicht so leicht hier. Na gut. Aber ich glaube, ich komme ganz gut voran. Okay. Du wolltest mich noch attackieren. Hast du nicht mehr geschafft. Sehr schön. Weg werde ich jetzt erstmal ein paar von euch ausplündern. Okay, kommt schon der nächste. Das ist der echte. Okay. Bist du wieder der echte? Nee, du bist ein Fake. Bist du der echte? Bist du ein Fake? Fuck. Warum treffe ich dich nicht? Du bist der Echte. Du bist wieder nicht der Echte. Oh, warst doch der Echte. Bist du tot? Tatsache. Die Sklaven werde ich dann wohl gleich mal töten. Schaust du wieder auf. Jerick. Vergiss es, mein Freund. Tja. Und nun? Wow. War's das? Das war's, oder? Ja, die Musik sagt, das war's. Oh, hier liegt noch ein alter Nordpfeil. Oh, heieiei. Du bist noch tot. Ich habe schon fast wieder 100 alte Nordpfeile mehr. Andere habe ich wohl hier nicht gekillt. Goldes Amulett, haha. Goldur. Oh, du hast viel Gold dabei gehabt. Sehr schön. Was kann denn Goldus Amulett?
Stärke die. Ja, eindeutig Gaudus Amulett. Habe ich denn jetzt auch mehr? Nee, mehr tragen kann ich trotzdem nicht. Gut, ist aber auch nicht weiter so wild. So viel zum Thema. Ah, jetzt ist das hier aufgegangen und die große Truhe erscheint. Das ist sehr gut. Ich dachte, hier würde ich wieder rauskommen. Nix da. Elf Kriegsaxt. Alles Feuer, alles hat. Gut, dann kann ich ja jetzt wieder gehen und mein Inventar ausleeren. Ich glaube, das ist vonnöten, Freunde. Der erste von den komischen Brüdern da, der war der schwerste. Wo dann wirklich alle mit den ganzen Sklaven auf mich zukamen. Der Rest, der ging so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Rest war okay. Der war nicht leicht, der war, naja, schwer war er auch nicht wirklich. Eher leicht als schwer. Also von daher. Das war vollkommen im Rahmen. Perfekt. Karte, wir werden jetzt aber als allererstes mal nach Wo ist es Weißlauf reisen, unser Inventar entleeren und machen dann weiter und suchen, glaube ich, mal die Bücher von oder für. Oh. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das ist von Falk Feuerbart im Blauen Palast. Okay. Ihr habt aber wirklich hochgestellte Freunde. Das war's dann wohl. Ich muss los. Brief von Falk Feuerbart. Objekte. Partyknöchs. In den zurückliegenden Tagen kamen einige besorgniserregende Informationen ans Licht, welche die Ereignisse in der Wolfschädelhöhle sowie das Beschwörungs- und Bindungsritual, das ihr dort unterbrochen habt, betreffen. Angesichts eurer Beteiligung an den Geschehnissen bitte ich euch, nach Einsamkeit zurückzukehren, um uns erneut zu helfen. Genaue Details bringe ich nur ungern zu Papier. Bitte besucht mich im Blauen Palast. Hochachtungsvoll, Falk Feuerbart. Diese Grafikfehler hier schon wieder, ne? Okay, dann werden wir als nächstes zu Falk Feuerbart reisen. Nach Einsamkeit in den Blauen Palast. Und werden das für die Magiergilde, die Bücher suchen, ein bisschen nach hinten verteilen. Oh, hier kommen Zutaten rein. Ah, wir haben schon wieder sehr viele Zutaten gesammelt. Ist aber auch gut so. Okay. Tränke brauche ich jetzt nicht ausleeren. Zutaten, das sind halt viele Zutaten. Die nehmen dann halt gut was am Platz weg. Eigentlich ist es ja halt gar nicht so viel. So, Drachenknochen. Ja, ansonsten. Perfekt. Ich räume jetzt nur das aus, was wirklich schwer ist. Waffen. Hier, das hier ist noch schwer. Der Schwarzbogen ist noch schwer. Das ist noch schwer. Die Stäbe sind noch schwer. Der Rest ist okay. Wie viel wiege ich? 140. Damit lässt sich arbeiten. Den Rest mache ich aber nächstes Mal weg. Ja. Dann wollen wir mal schnell zu Falk Feuerbart reisen. Hier ist er echt kaputt. Sobald ich durch den Handel. Okay. Einsamkeit. Blauer Palast. Dass mir das aber auch nicht als Quest angezeigt wird, finde ich auch ein bisschen komisch, dass ich zu Falk Feuerbart reisen soll. Aber das ist für mich okay. Gehen wir jetzt einfach so dahin. Und gucken mal, was wir erreichen können. Der wird wohl hoffentlich hier oben stehen. Ja. Der Kurier hat euch also ausfindig gemacht. Ja. Ihr habt eine Botschaft wegen der Wolfschädelhöhle geschickt? Ja. Und es gibt leider keine guten Neuigkeiten. Als ihr die Bindung aufgelöst habt, konnte Potema entkommen. Du. Wir sind ein paar ihrer Schergen begegnet. Styr meint, sie sei noch in ihrer Geistform. Sonst wären wir bereits alle tot. Ihr habt uns bereits einen Dienst erwiesen, indem ihr die Bindung unterbrochen habt.
Aber ihr müsst für mich mit Störr sprechen. Vielleicht weiß er ja, was nun zu tun ist. Wer ist Störr? Er ist Einsamkeitspriester von Arkai. Ah. Er ist derjenige, der herausgefunden hat, dass Potema noch unter uns weilt. Er wird uns nach Kräften unterstützen. Alles klar, ich rede mit Störr, wir werden einen Weg finden. Gehabt euch wohl. Und seid vorsichtig. Ja. Die Rückkehr der Wolfskönigin. Ich glaube, dann werden wir einfach mal diese Aufgabe dem anderen vorziehen. Das interessiert mich jetzt auch mehr. Das mit Protema da, mit dem Ritual. Das war schon eine coole Quest. Wenn die anderen so weitergehen, dann wow. Dann freut mich das sehr, dass ich diese Quest jetzt hier machen darf. Wie sieht denn eigentlich Gauldurs Amulett so an mir aus? Sieht man das? Ah, dadurch sieht man das gar nicht, dass ich die Nachtigallenrüstung anhabe. Ich muss sowieso mal gucken, ob ich vielleicht ein besseres finde. Bessere Rüstung finde als die Nachtigallenrüstung. Vielleicht was noch ein bisschen Schießkunst verbessert oder so. Aber das findet man ja auch nicht jeden Tag. Ja, damit. Okay, alle der Toten. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Na, Quark. Was kann ich für euch tun? Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. Aber davor möchte ich gerne fragen, liegt der Mann, der hingerichtet wurde, hier begraben? Ihr meint Rockwir? Ja, ich habe am Hauptmann Aldis appelliert. Er hat gestattet, dass Rockwir ein ordentliches Nordbegräbnis erhält. So wie es in Einsamkeit Brauch ist. Okay. Falk hat mich geschickt, um mit euch über Potema zu sprechen. Ah, Potema. Die ehemalige Königin von Einsamkeit. Und eine der gefährlichsten Totenbeschwörerinnen der bekannten Geschichte. Sie war für den beinahe Zusammenbruch des Kaiserreiches vor fast 500 Jahren verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein Buch über sie. Und jetzt, da Potema zurückgekehrt ist? In Geistform beschworen zu werden, bedeutet nicht, von den Toten aufzuerstehen. Sie wird Hilfe brauchen, um zu den Lebenden zurückzukehren. Momentan hat sich die Wolfskönigin an einen Ort voll mit Toten zurückgezogen, die begierig darauf warten, ihr zu dienen. Okay. Sie ist in ihre alten Katakomben gegangen. Vor einigen Tagen hat einer ihrer Diener eine Wand zum Tempel der Göttlichen durchbrochen. Ihr müsst in die Katakomben selbst gehen. Das kann ich machen. Gut. Durch eure Anwesenheit bei der Beschwörung wurde eine Verbindung zu Potema hergestellt. Diese Aufgabe könnt nur ihr erledigen. Jo, ich kann euch klar. Mit ihren Schergen helfen. Was Potema selbst betrifft, so sucht das, was von ihrem Körper noch übrig ist. Es ist vermutlich nicht mehr als ein Skelett. Holt es aus den Katakomben und bringt es zurück, damit es von Arkai gereinigt wird. Ist denn das, was ich da gekriegt habe, gerade ein Schrei, Untote? Ne, was ist das denn? Das ist ein Zauber? Untote vertreiben. Arkai euch mit einem langen Leben segnen. Wer will denn die vertreiben? Jetzt mal ganz im Ernst. Ha! Da lache ich drüber. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, da oben. Züngepotema. Das ist hier in Einsamkeit? Dieser Ort. Hier? Na gut. Tempel der Göttlichen. Wer bist du? Der Segen der acht Götter sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Eine der vorderen Alkoven ist leer. Hm? Ah, richtig. Dort befand sich... Das ist der Fried für den Bund. Egal wie sehr die Sturmmäntel sich... Jene, wie sich dieser Segen manifestiert. Das ist der Friedensvertrag, der den Krieg mit den Elfen des Alkmeerenbundes beendete. Hier so ein bisschen mit denen quatschen. Ihr seht aus, als hättet ihr Quest von denen. Seid ihr hier, um Rat zu suchen? Allzu sein ist gar nicht so viel. Oh, hier sind alle Schweine. Als hoher Priester der acht Göttlichen heiße ich Ständer, euch willkommen. Z.
Zenita, das Keins, Kynaret, die Bella, Akatosh, Julianus, Mara. Cool. Tempel der Göttlichen. Gut, ich gehe da davon aus, dass ich hier irgendwie. Ich muss nicht nach oben, ich muss nach unten, Leute. Oben kann ich nichts machen. Komme ich denn nach unten? Bitte setzt euch doch. Oder betet Nein. an den Schreinen. Wir begrüßen die Gottesverehrung. Oh. Jetzt hier nach unten. Ja. Hier entlang. Da sind 6 Gold drin. Die nehme ich mir mit. Dafür, dass das hier so verwirrend ist. Ja, den Schlüssel habe ich nämlich bekommen. Hier kann ich weiter. Okay. Schergen haben diese Wand wohl durchbrochen. Othemas Katakomben. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe euch viel zu verdanken, Wölfchen. Wenn ihr sterbt, werde ich euch wieder erwecken, damit ihr euren Platz an meiner Seite einnehmen könnt. Ihr werdet mir schon noch früh genug dienen. Oder kann ich auch ihr Champion werden? In Einsamkeit. Trottel. Es ist ein ganz, ganz ungewohntes Bild, die hier so zu sehen und nicht in einer Traugermine zu stecken. Sieht echt merkwürdig aus. Ach, das ist leer. Okay, das ist hier alles verschüttet. Das ist alles merkwürdig hier. Alles rigged. Aber es sieht da eigentlich aus, als ob hier zwar schon länger keiner mehr war, ne? Aber auch noch nicht so lange alles verschollen ist. Was war das? Das weiß ich nicht. Was war das bloß? Komm hoch. Ich weiß, du willst es. Komm. Ja, was? Vampir-Nebelläufer? Gizzard. Nicht mit mir. Schlüssel zur alten Krypta von Einsamkeit. Hätte ich machen können. Ist korrekt. Habe ich nicht gemacht, weil, keine Ahnung, keine Lust oder so. Hier brauche ich den Schlüssel wahrscheinlich für. Doch noch nicht. Hier liegt auch ein Drauger. Ja, Gott, ihr könnt vollkommen übersehen. Ja, dann schreiben wir doch mal hier hin. Gegen. Wo ist es draufgetreten, damit das angefangen hat?
löse ja diese Druckplatte nicht aus, aber er. Da darf er ruhig. Obwohl, nee, das macht mir zu viel Krach. Geh mal da runter. Du wirst doch gleich wieder zum Leben erwecken. Echt blöd, ne? So einfach mache ich dir das nicht, mein Freund. Hier. Süß. Mist. Das war meine eigene Dusseligkeit, dass ich den daneben gesetzt habe. Nicht weiter tragisch. Komm, bleib stehen. Essenz der Gesundheit. Mein, why not? Die ja amazing werden, oder wie sagt man? Salz. Sehr schön. Okay. Wird es weitergehen? Mit dem plündere ich hier noch aus. Zurück der Stärke. Kann ich kriege meinen. Ah, den ich verschossen habe, kriege ich auch wieder. Das ist sehr gut. Vorteil am verschossenen Fallen ist halt einfach, du kannst sie wiederfinden. Ist tatsächlich ein blutiger Vampir. Entschuldigung, da war tatsächlich ein blutiger Vampir. So, her damit. Okay. Das ganze Salz. Na, du kommst doch gleich darüber gerannt, oder? Na, kommst direkt hierher gerannt. Ich komm nochmal daher gerannt. Warte. Dass die mir immer noch alle vertrauen. Ist hier noch mehr? Scheint nicht so. Momentan. Leer. Oh, noch mehr Salz. Sehr schön. Keine Druckplattenschalter löse ich mir aus. Schon eine ganze Zeit lang. Das ist echt praktisch, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich einen Krug aufgenommen. Objekte, sonstiges Krug. Geht's weiter? Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Na dann mal los. Nichts in der Nähe scheinbar. Erledigt. Sehr schön. So. Ich meine, das ist wirklich so wie so ein richtiges Verlies. Sondern, keine Ahnung, das ist was ganz anderes irgendwie. Schleifstein und alles Mögliche.
Hebel aktivieren. Was passiert? Das geht auch. So, dein Gegner hinter. Vorerst wohl nicht. Ernsthaft? Das muss ich im richtigen Moment anhalten, oder was? Ja. Geht aber auch direkt. Hallo. Oh. Cool. Wenn ich zu weit gedreht habe, kann ich das zurückfahren lassen. Jo, reicht schon. Komm ich durch. Freunde. Oder halt eben auch nicht. Sehr schön. Fußbissgift brauche ich nicht. Distelzweig nehme ich mit. Schneebeere. Hängemoos. Sehr cool. Themas Refugium. Schauen wir mal. Aber was sich hier verbirgt. Tja. Das sehen wir erst in der nächsten Folge, wenn wir weiter versuchen, Pothema zu bezwingen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja. Und wenn ja, dann lasst auch ein Abo da am besten, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und bis zur nächsten Folge würde ich einfach mal so sagen, ciao.